Schönen Feierabend, liebe Weinfreunde, und herzlich willkommen bei unserer heutigen At-Home-Verkostung Passion Pinot Noir. Und diesmal begrüßen wir euch wieder live aus unserem Wohnzimmer. Hallo, ich bin die Katja. Und ich bin der Patrick. Ja, wir hoffen, ihr hattet die letzten zwei Wochen eine schöne Zeit und euch geht es gut. Heute widmen wir uns mit euch voll und ganz unserer Leidenschaft für Pinot Noir. Und vielleicht kann der Patrick ein bisschen dazu erzählen, wieso diese Leidenschaft entsteht, woher sie kommt und was uns mit Pinot Noir so verbindet. Passend zum Thema Passion Pinot Noir wollen wir euch eben zeigen, warum wir so eine Passion, so eine Leidenschaft für Pinot Noir verspüren. Es ist ganz einfach, zum einen ist der erste Wein, der aus unserem Haus entstanden ist, 1994 schon ein Pinot Noir gewesen. Das erste Projekt meines Vaters namens Insigno Leonis. Und 6 Jahre später haben wir das Ganze dann in Neckenmarkt revivalt und seither haben wir eben diese Riesenleidenschaft für diese Rebsorte, weil einfach natürlich auch sehr viel damit eins geht. Zum einen einmal ist es einfach eine sehr, sehr markante Rebsorte, eine sehr aufwendig zu produzierende Rebsorte, und das ist einfach eine große Herausforderung für den Produzenten, und das ist eben mitunter einer der spannenden Themen. Ja, heute und seit dem Jahrgang 2000 findet man eben unsere Leidenschaft für Pinot Noir in einer Flasche vereint, in Insigno Tauri eben, wo wir uns heute den Jahrgängen 2017, 2003 und 2001 aus unserem Privatkeller widmen werden und gemeinsam mit euch verkosten. Und da ist eben schon zwei riesengroße Themen dabei, die wir heute eben ganz, ganz genau beäugen werden. Zum einen natürlich der Unterschied zwischen dem jungen und dem reifen Pinot Noir. Das ist sicherlich schon eine ganz spannende Sache. Aber noch ein zweiter Punkt ist nämlich in unserer spezifischen Jahrgangsauswahl drinnen. Und zwar haben wir wirklich auch versucht, drei äußerst unterschiedlich vegetative Jahrgänge zu nehmen. Und gerade Pinot Noir ist einfach eine Rebsorte, die unglaublich stark auf Mikroklima, Terroir. Auch die Anbaubedingungen, also wenn sich da nur im kleinsten Maße etwas ändert oder auch die Sonneneinstrahlung, dann hat das eben einen massiven Einfluss auf das geschmackliche Bild von Pinot Noir. Und so werden wir heute eben uns durch das Nuancenspektrum von unserem Insigno Tauri durchkosten, weil wir bei jedem Jahrgang eben gewisse Akzente von Pinot Noir stärker betont sehen werden und auch neue Facetten eben bei Pinot Noir erkennen können. Und so unterschiedlich eben die Charakterzüge eines Stiers sind, so unterschiedlich sind auch die Geschmacksnuancen von Pinot Noir. Und das werden wir hoffentlich heute in einer ganz spannenden Verkostung mit euch gemeinsam begutachten. Und da werde ich euch gleich einmal erzählen, was wir für einen Ablauf haben und wie ich die Weine vorbereitet habe. Starten werden wir mit Insigno Tauri 2017. Diesen habe ich vor 3 Stunden dekantiert und in eine Karaffe gelegt. Der zweite Wein wird Insigno Tauri 2003 sein. Diesen wirklich jetzt vor 15 Minuten geöffnet, weil dieser Wein einfach auch wirklich am Höhepunkt seines Reifestadiums ist, und selbes gleich mit dem Jahrgang 2001. Ein sensationeller Jahrgang, der heute den Abschluss machen wird, auf den ich mich persönlich schon sehr, sehr freue, weil lange nicht mehr verkostet. Was ganz wichtig zu dem Thema ist, ich hoffe, ihr habt es gesehen in unserer Vorbereitungspost, die Temperatur bei Pinot Noir. Wir sind gerade in einer warmen Region, bei uns im Wohnzimmer spürt man das sehr gut, dass wir warme Tage hinter uns liegen haben. Ich habe die Weine wirklich auf 15, 16 Grad runtergekühlt, weil gerade die reifen Weine mit dieser leichten Kühle sehr, sehr schön ihre Nuancen und Finessen ausspielen können.
Ja, lange Rede, jetzt legen wir's an. Eine Sache vergisst du mich immer noch zu sagen, und zwar, dass wenn ihr natürlich Fragen, Wünsche, Anregungen bzw. auch eure Kommentare und Eindrücke mit uns teilen wollt, nutzt die Kommentarfunktion. Wir lieben das immer, dadurch entsteht erst der Dialog und wir gehen immer bestmöglichst auf alle gestellten Fragen ein und binden auch eure Kommentare natürlich bei unserer Verkostung mit ein. Na ja, gut, so, jetzt her mit dem Glas. Jetzt sitzen wir schon 6 Minuten mit einem leeren Glas da. Die Kehle wird rostig. Und deswegen wollen wir starten mit Insignotauri 2017. So. Wie es Tradition hat, erheben wir natürlich auch das Glas und stoßen wieder an. Es ist mittlerweile unsere 18. At-Home-Verkostung. Es ist immer schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind sehr, sehr dankbar. Wir lieben diese Donnerstage. Und in diesem Sinne auch zum eine Wohl, schöne Pinot Noir-Verkostung. Lasst viel Freude euch. Bevor wir zum Wein gehen, auch hier, jetzt haben wir, glaube ich, dann alle Weine aus dem 17er Jahrgang einmal dabei gehabt. 2017 haben wir eine kleine Etikettenveränderung gemacht, wirklich nur ganz dezent. Es geht um die Papierqualität, die wir ein bisschen geändert haben. Wir sind vom Glänzenden ein bisschen ins Matte gegangen und eben der Heribert Bayer Schriftzug hat sich eben wie unsere ganze Linie ein bisschen angepasst. Sonst hat sich an der Etikette nichts verändert und ich hoffe geschmacklich auch nicht. Ja, vielleicht zuerst, weil ja heute auch diese vegetativen Unterschiede von den Jahrgängen stärker betont werden. Vielleicht, dass man mal eingangs, bevor wir riechen und schmecken, ein bisschen was zum Jahrgang erfahren. Ja. Der Jahrgang 2017 ist mein persönlicher Sensationsjahrgang. Also in 2017 haben wir es einfach geschafft, vom leichten, fruchtigen Weißwein bis hin zu den absolut kräftigen Weinen unglaublich tolle Qualitäten zu erzielen. Und das eben auch beim Pinot Noir. Die vegetativen Bestimmungen haben einfach extrem gut gepasst. Es hat wenig Niederschlag in den prekären Zeiten gegeben. Es hat einen super warmen Sommer gegeben, eine tolle Ausreifung. Und alles konnte wirklich unglaublich gut und genau auch langgezogen gedeihen und das hat uns eben auch dieses Fenster eröffnet, den Pinot Noir on the point zu erwischen und das haben wir auch schon bei der ersten Verkostung gesagt, das ist einfach ein bisschen die Gretchenfrage beim Pinot Noir, schaffst du es ihm am Punkt zu erwischen. 2017 definitiver Jahrgang, wir haben das Ganze jetzt auf der Flasche seit dem letzten September. Seit letzten September. Also fast seit einem Jahr. Und haben da jetzt ein bisschen an Flaschenreife gewonnen. Trotzdem ist das eben Pinot Noir in seiner absoluten Jugend und deswegen auch diese Dekantierzeit, die sich absolut empfohlen hat. Wenn man es frisch geöffnet hat, wirklich gut schwenken und dem Ganzen ein bisschen die Luft hineindrücken ins Glas. Vielleicht auch ein bisschen was zur Optik. Also wir haben hier wirklich ein wunderbares, schönes, klares Ziegelrot mit so einer leichten Randaufhellung, was eben schon auch so optisch darauf hindeutet, dass wir jetzt hier einen Pinot Noir im Gläschen haben. Und wenn man da so reinriecht, dann habe ich in der Nase so feine, rote Beerenfrucht, auch sowas von wilder Erdbeere, Nuancen von Zederholz, aber auch so ein floraler Touch. Ja, ich wollte gerade sagen, das Florale ist bei mir sehr, sehr vordergründig. Ich finde, das hat fast schon so einen mediterranen Touch, mit allem, was man sich darunter vorstellen kann. Also es ist wirklich eine große Bandbreite, was Kräuterwürze angeht, Unterholz, leicht ledrige Noten. Das Barrique-Fass ist schon in der Nase präsent, aber so. Für mich in keinster Weise aufdringlich. Sehr saftig am Gaumen. Tiefschichtig, würde ich fast schon sagen. Ja. Straff, finde ich auch. Ja, das Tanningerüst steht einfach der Frucht sehr entgegen. Und ja, das die ist das, Säure was man, ist auch, muss ich sagen, sehr gut ausgeprägt. Die Säure, finde ich, ist sehr schön gebunden. Das, was du hast, was dir ein bisschen
die Gegenparade gibt, sind eben die Tannine, ja, die dieses so mürbe, noch leicht rustikale in sich haben. Aber das braucht er, und das sind die großen Pinots, die in der Jugend dieses gewisse Abwehrmechanismus haben. Das heißt, sie lassen noch nicht ganz diese Frucht drüber gehen und geben der Fruchtkomponente einen schönen Gegenpol. Und ich muss jetzt ganz ehrlich was sagen, konzentriert euch mal, nehmt nochmal einen Schluck und dann konzentriert euch auf den Abgang. Das ist so für mich so eine schöne Kirschfrucht, dann nochmal so balsamische Noten und so ein Hauch Nougat mit dabei. Das legt sich dann, nachdem man einen Schluck gemacht hat, kommen dann kurz einmal die Tannine natürlich, die man diesem Wein sehr mitgegeben hat, damit er einfach eine lange Lagerung auch, dass es ihm gut tut. Und dann, wenn sich das legt, kommt wirklich so diese urgeile Kirschfrucht und so balsamische Noten. Das finde ich total betörend, also bei diesem Pinot. Ich glaube, das ist ein absoluter Zukunftsmusik, Pinot Noir. Es ist sehr schön, Pinots in diesem Stadium zu verkosten. Das zeigt einfach, der Pinot Noir viel mehr als andere Rebsorte posaunen eigentlich heraus, wie viel Potenzial und Entwicklungskraft innen steht, weil einfach nicht diese opulente Kraft kommt. Deswegen kann man Faktoren wie Tanninstruktur und eben auch die Säure sehr, sehr gut erkosten. Und das merkt man, dass das 2017, obwohl das nirgendwo grün, nirgendwo irgendwo adstringierend ist, dass es diese Frische und Fruchtkomponente hat und dann hinten raus einfach nochmal so ein bisschen einen Touch gibt. Und genau dieser Touch, den ich anspreche, das ist der Punkt, den ich für mich definiere, dass dieser Wein sehr, sehr gutes Zukunftspotenzial. Ich finde auf jeden Fall, dass er sehr auf dieses vielschichtige Fruchtspiel eingeht, was man Pinot Noir zuschreibt, auch auf diese floralen Akzente, die in der Charakteristik von Pinot Noirs oftmals zu finden sind, sowie auch diese, er hat auch so eine Erdigkeit. So eine schöne, kühle Erdigkeit, und da finde ich, zahlt der Wein voll drauf ein. Das ist eben auch das Terroir-Thema natürlich. Also dieses, es hat schon maskuline Züge, weil das natürlich von unserem Hochberg, von den Lehmeinsprengselungen natürlich vorherrschend ist. Aber wir haben hier Schieferverwitterungsgestein, wir haben Muschelkalk, also wir haben wirklich sehr, sehr mineralische Böden auch. Und das gibt dem natürlich auch eben diese leichte Salznote, diese Mineralität, die drinnen ist, die natürlich auch diesen Typus des straffen, jungen Weins sogar ein bisschen unterstreichen und das Ganze noch vorheben. Und auch das ist natürlich ein Faktor, der gerade, wenn das Ganze reif wird und sich die Geschmacksnuancen ein bisschen verändern, viel, viel Charme wahrscheinlich mitgeben werden. Ja, Christoph und Elvira sind heute wieder dabei, da freuen wir uns sehr. Wir wünschen euch auch einen schönen Abend und freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Und der Christoph sagt, für ihn ist er sehr frisch, bin gespannt, wie er in ein paar Jahren schmecken wird. Das ist auch das, auf was es einzahlt, was du sagst. Und also, der Ralf sagt, ihr macht das super. Also auch darüber mein lieber Jugendfreund der Ralf, das finde ich sehr cool, dass du dabei bist. Grüß dich. Ja, Christoph, absolut richtig. Ich glaube auch, dass es in dieser Verkostung noch ein bisschen aufschlussreicher wird, wo wahrscheinlich die Reise hingehen kann. Wie gesagt, wir haben drei sehr, sehr differente Jahrgänge und da können wir uns wahrscheinlich irgendwo im Zwischenfeld dann ansiedeln und sagen, okay, da wird wahrscheinlich dann der Punkt sein, wo dieser Wein dann seine Trinkfertigkeit bekommen wird. Auch die Babsi sagt, später. Bin auch gespannt, sehr köstlich in diesem jugendlichen Alter. Ja, mir schmeckt er auch sehr gut. Mir hat er, als mir der Patrick vor einem Jahr kurz vor der Abfüllung zum Kosten nochmal gegeben hat, habe ich gesagt, oh, das ist mein Pinot. Also das ist, hat mich total überzeugt, überzeugt mich auch heute. Dann ist persönlich das, sehr. Dazu kann ich lustigerweise aber sagen, da haben wir auch der Katja das erste Mal gezeigt, was ein Füllschock bedeutet. Um das ein bisschen zu vertiefen. Wenn man die letzten Fassproben zieht und das Ganze dann in den Tank geht und fertig gemacht wird für die Füllung, das ist oft genau der Moment, wo man gerne den Wein
Geschmack so freezen würde und sagen würde, genau so soll es schmecken. Und wenn dann aber diese Pumpvorgänge vonstatten gehen, der Wein dann gefüllt ist, dann ist es beim einen Wein kürzer, beim anderen Wein länger, dass er in eine verschlossene Phase geht. Und als wir den Wein gefüllt haben, und ich hatte das kostet, habe ich gesagt, nein, das ist ja nicht das, was ich da vor einer Woche als Fassprobe gekostet habe. Doch, doch, zu 100%. Aber das hat wirklich die Füllung relativ stark gespürt. Und das hat jetzt so ein halbes, dreiviertel Jahr sicher gedauert. Und jetzt nach plus minus einem Jahr beginnt es sich langsam. Genau, wie die Rose zu entfalten. Genau, man muss ja eines sagen, ihr wisst ja, dieser Wein ist dem Sternzeichen Stier gewidmet. Und so eine Eigenschaft von Stieren ist, dass sie es, also wenn sie präferieren, gehetzt zu werden oder nicht, dann liegt klar die Präferisierung beim Stier beim nicht gehetzt werden. Also der möchte das alles genießen, was er macht und sich dafür Zeit nehmen. Und ich finde, dass das einfach perfekt auf diesen Wein zutrifft, weil in der Jugend zeigt er, oh, du musst noch auf mich warten. Das zeigt der Wein ganz klar deutlich. Er geht es ruhiger an, er braucht seine Flaschenreife, aber er steht auch schon sehr selbstsicher und sehr selbstbewusst da, was ja auch den Stieren zuzuschreiben ist. Der Stier ist ja auch auf der anderen Seite so ein bisschen ein gemächlicher Typ und sagt, hey, die ganze Sache kann dauern, ich gehe den Weg voran, stetig. Aber man kommt irgendwann am Ziel an und man braucht nicht sofort einen Sprint hinlegen, um dann auf Kilometer 36 einzugehen. Insofern ist genau das auch der Typus, dass dieser Wein widerspiegeln soll, dass wir schon von der Philosophie des ersten Tages an eigentlich darauf aus sind, dem Wein das Rückgrat, die Kraft, das Potenzial mitzugeben, um eben diesen Marathon laufen zu können. Und ja, das wird mit 2017 meines Erachtens vielleicht sogar ein Ultramarathonläufer. ja, es zahlt auf jeden Fall. Also ich finde, wenn ich jetzt so das Geschmacksbild beschreiben müsste, würde ich sagen, alle, die noch einen erfrischenden, straffen Wein suchen mit einem sehr langen Finale, die sind genau bei diesem Wein richtig. Ich glaube auch, dass da sehr oft, das sage ich sehr oft in unseren Verkostungen, das Pinot Noir wirklich stark Typus entscheidend ist. Viele sagen zum Beispiel, Pinot Noir ist überhaupt nicht meine Rebsorte und den wird man auch schwer zum Pinot Noir wirklich hinführen können. Auf der anderen Seite gibt es die sagt, ein großer Pinot geht über alles darüber und genauso ist es dann mit den Jahrgängen. Wir haben sehr oft eigentlich zur Gänze, wenn es um Insignulione Sagittaria geht, dass eigentlich wirklich 80-90% sagen, ja, der Reife, das ist voll das Ding. Bei Pinot Noir ist es wirklich so, dass man in Verkostungen mitkriegt, es ist 50% jung und es ist 50% gereift. Das teilt sich ziemlich. Und das ist auch eine witzige Eigenart. Und eben Pinot Noir, wenn du 100 Menschen fragst, wie schmeckt der perfekte Pinot Noir, kriegst du 100 verschiedene Antworten, weil er auch so ein vielschichtiger Wein ist, der in so vielen Varianten und Macharten zu finden ist. Ja, nicht nur das, die Rebsorte Pinot Noir alleine schon reagiert ja auch auf den Boden sehr, sehr stark. Also was ich damit meine ist, Terroir schmeckt man beim Pinot Noir, die Nuancen und die Facetten sind hier sehr, sehr, sehr vielschichtig und vielseitig, weil man einfach Bodenveränderungen auch, also nicht nur klimatische Veränderungen oder Mikroklimaveränderungen, sofort im Wein geschmacklich wieder hat, sondern auch, wenn sich der Boden verändert. Und somit ist das eine wahnsinnig vielseitige Rebsorte, die sich je nach Boden, je nach Klima, je nach Ausbau unterschiedlich zeigt. Und das ist auch das, was es einfach so faszinierend macht. Ja. Vielleicht noch ein kleiner Fakt zu Pinot Noir. Es ist eine der ältesten Weintraubensorten, die bis heute überlebt haben, quasi. Manche sagen auch, dass es die älteste ist. Wir sagen jetzt mal, dass es eine der ältesten ist. Und sie geht urkundlich, wurde sie das erste Mal in Frankreich erwähnt und das schon zu Römerzeiten. Und eines sei gesagt, die Römer waren absolute Pinot Noir-Liebhaber, also die hätten die heutige Verkostung wahrscheinlich geliebt und die Leidenschaft geteilt. Ja, junge Römer. Was machen wir hier?
Der Christoph sagt, die Pinot Noir-Leidenschaft ist erst mit euren Weinen gekommen. Oh, das freut uns natürlich sehr. Dankeschön. Die Pinot Noir-Welt ist riesengroß. Ja. Und wenn man da mal so ein bisschen Blut geleckt hat, dann quasi, kippt man voll rein, dann, in den meisten Fällen. Ja, gibt es da ganz, ganz spannende Ausflüge in die ganze Welt. Auch in Österreich gibt es viele tolle Pinot Noirs. Man muss sich ein bisschen mit der Materie beschäftigen, aber es gibt wirklich einige, die da ihr Handwerk unglaublich toll drauf haben. Und eben, wie gesagt, ein Pinot Noir aus dem Nordburgenland oder aus dem Mittelburgenland oder aus der Thermenregion, das sind drei verschiedene Paar Schuhe. Und das ist gerade das Spannende, weil eben dieses Terroir-Feeling unglaublich toll in dieser Rebsorte gewiderspiegelt ist. Ja, und wenn wir jetzt zum Essen kommen, dann gibt es ein Lieblings- oder zwei Lieblingsvorschläge heute meinerseits zu diesem Wein. Der Patrick mag ja Spinat nicht so gerne, deswegen ist er vielleicht damit nicht so glücklich, aber wir haben uns heute, oder ich habe mir heute für euch hier zwei Gerichte mit Spinat überlegt, weil ich finde, dass die absolut super zu dem 2017er Pinot Noir passen. Und zwar einmal Cannellonis mit Spinat und Ricotta gefüllt und andererseits aber auch ein Spinat-Schafskäse-Auflauf. Und möglicherweise wird es das heute auch noch werden, nur halt mit Lieferservice und nicht selbst gemacht. Also man merkt auf jeden Fall, Spinat, Käse, Pinot Noir ist Katjas absolute vegetarische Ja, auch Pilze funktionieren natürlich super dazu, aber die hatten wir auch schon einige Male, deswegen ist es heute Zeit für Spinat. Außerdem trinkt man ja auch noch zwei andere Pinot Noirs und zu denen will man vielleicht auch noch was essen. Also Spinat steht nicht ganz hoch auf meiner Agenda, aber diese Ricotta-Variante, das klingt nach einer ganz, ganz schönen Geschichte. Ja, Gläschen leer. Ich schenke dir noch ein Schlückchen nach, weil der Wein sicherlich extrem spannend zum Nachverkosten nachher sein wird, weil Alter, bin ich wieder durch, das sich im Glas auch unglaublich gut entwickelt. Wir machen dabei den Gläserwechsel und nehmen Wein 2 in Angriff. Und jetzt machen wir ja schon einmal einen drastischen Sprung. Und zwar von 2017 zum jüngsten Wein, den wir im Sortiment haben, zu einem 2003er in Signo Tauri. Und da gehen wir gleich einmal wieder ganz kurz den Jahrgang vorweg an. Ganz anders. 2003, wir haben es in anderen Verkostungen auch schon besprochen, war das Hitzejahr Österreichs und zu einer Zeit, wo wirklich ein bisschen New World Stilistik um die Jahrtausendwende absolut en vogue war, konnte 2003 zum absoluten Problem werden, weil es einfach so extrem heiß war und zu dem Zeitpunkt hat man einfach Laubwand zurückgeschnitten, sehr viel Sonne an die Bären gelassen und da hatten wir, especially mein Papa, der Heribert, einfach wirklich schon sehr früh darauf reagiert und gesagt, liebe Leute, wir haben die Südseite ein bisschen zu beschatten, sonst kriegen wir in diesem Jahr ein Problem. Und das ist passiert und gerade bei Pinot Noir mit seiner dünnen Schalenwand hat man das deutlich vermehrt gemacht und dazu dann auch wieder einen sehr, sehr guten Lesezeitpunkt getroffen. Und dadurch haben wir es einfach geschafft, nicht diese Überopulenz in dem Jahrgang drinnen zu haben, weil auch das habe ich schon bei Pinot Noir, bei unserer ersten Verkostung gesagt, das Mittelburgenland ist nicht unbedingt jetzt die prädestinierteste Region für große Pinot Noirs. Da müssen wirklich viele Faktoren klimatisch mitspielen, und auch dann eben den genauen Punkt zu erwischen, um wirklich diese Rebsorte im wahren Licht strahlen zu lassen. Und 2003 waren die Voraussetzungen jetzt nicht unbedingt die prädestiniertesten, aber der Lesezeitpunkt hat sehr, sehr, sehr viel erreicht. Und man merkt in der Nase ganz anders als der Vorgänger. Ganz anders. Und ich habe da jetzt in der Nase
Erstens einmal das, was ich immer als Sekundäraromen bezeichne, habe ich ganz stark drinnen, gepaart mit Edelholzwürze und dann auch noch so ein Hybrid aus Weichsel und Kirsche, aber so wie bei einem schönen Schokoladensoufflé, wenn du das mit dazu bekommst am Rand. Anders kann ich es nicht beschreiben, aber das ist so das, was also, ich hier rieche. Mit der Weichsel und der Kirsche, die Fruchtaromatik ist nach wie vor da. Man muss sich nur ein bisschen zu ihr durchkämpfen, weil die Sekundäraromatiken ganz klar den ersten Ton, die erste Geige angenommen haben. Das hat auch so was Rauchiges. Und das ist wunderschön. Und das ist genau der Grund, warum wir diesen Wein nicht 2005 zur Gänze hinausgeschossen haben, sondern warum diese 15 Jahre Flaschenreife dem Wein unglaublich gut tun. Und eben frisch geöffnet, rein ins Glas, leicht gekühlt, wie gesagt, so um die 16 Grad, das ist unglaubliche Aroma-Explosion. Ja, sehr, zahlt auf die extreme Aromatik ein und auch diese Fruchtsüße und auf das Vollmundige. Am Gaumen ist er hat was Maskulines, finde ich. Er hat was Maskulines. Er hat eine schöne Extraktsüße. Er hat am Gaumen diese reife Bärenfrucht und dann halt noch sehr ätherische Noten mit dazu. Na, machen wir das in dem Jahrgangstypus-Vergleich. Wir haben ein sehr, sehr warmes Jahr, das natürlich die Ausreifung, die Fruchtpräsenz nach vorne zieht. Dadurch, dass der Wein aber jetzt so entwickelt ist und so gereift ist, sind die Fruchtkomponenten voll, es bringt Kraft, es bringt auch eine gewisse Opulenz. Der Jahrgang ist ja nicht zum Verleugnen. Diese Vollmundigkeit. Es heißt vollmundig, es ist ein Pinot Noir, der auf ein bisschen breiteren Schuhen daherkommt. Und auch das ist eine absolut legitime Variante. Und das ist ja das Wunderschöne. Wir haben genau denselben Weingarten, wir haben genau dieselbe Machart. Übrigens 24 Monate Ausbau an neuen Barriques. Immer the same story. Und trotzdem haben wir da zwei extrem unterschiedliche Weine im Glas. Ja, und der Zeit. Nächste wird das dann noch komplementieren. Nochmals die dritte Variante. Zeit und ganz unterschiedliche Jahrgangsausprägungen, die hier einfach den Faktor spielen. Und ich muss das übrigens sagen, ich bin ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch, aber seitdem ich mit Wein mehr zu tun habe und einfach sehe, was Zeit alles in einen Wein bringen kann, bin ich sogar selber etwas geduldiger geworden, weil ich einfach die Zeit und dieses Zeitgeben, ja, und etwas die Zeit auch schenken sehr, sehr zu schätzen gelernt habe, weil es einfach bei Wein unglaubliche Ergebnisse erzielen lässt. Das ist auch ein Wein, für den man sich wirklich Zeit nehmen kann, weil auch das sage ich heute nicht zum ersten Mal, ich ertappe mich da immer selber wieder, aber es gibt Weine, wo ich einfach total von der Nase leben kann und das ist sehr, sehr ergiebig, wenn man nur die ganze Zeit die Nase reinhaltet, weil das so unglaublich betörend schon ist, dass man gar nicht in die Versuchung kommt, einen Schluck davon zu machen. Da kommt man mit einem Glas halt dann wirklich länger durch. Und dieser Wein, der sich mit Minute zu Minute entwickelt. Ich will aber auch ganz klar dazu sagen, dass man das nicht unbedingt überreizen sollte. Deswegen habe ich auch gesagt, 2003 unbedingt kurz vor der Verkostung öffnen, weil der Wein, Entschuldigung, er wird nicht mehr besser und er kann auch nicht mehr besser werden. Es ist einfach so wirklich das Ergebnis, der was Höhepunkt. Wir uns unter dem Wein vorgestellt haben. Und da schaut man sich den Hergang des Weins vielleicht über 30 Minuten, eine Stunde, vielleicht auch zwei Stunden an. Aber in einer kleinen Runde wird es die Flasche wahrscheinlich eh nicht so lange überleben. Aber ich würde dem jetzt nicht sagen, ich trinke ein Glas und stoppe ihn wieder zu, weil morgen wird er nicht mehr die Freude machen, die er heute macht. Das geht mit einem 17er ohne weitere. Den 2003er ist so, wenn er geöffnet ist, würde ich euch bitten, heute zur Tat zu schreiten und diesen eben auch heute vielleicht noch zu beenden. Ja, wenn ich so ein bisschen, also er macht schon, er wärmt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er hat, jetzt wieder auch um den Sternzeichenvergleich zu machen,
Er hat, finde ich, er betont dieses Warmherzige, dieses Liebevolle, was Stiere oftmals mit sich bringen, das betont er einfach. Das zahlt eben voll drauf ein. Und wie ich vorher schon gesagt habe, er hat dieses aromatische, fruchtsüße, vollmundige Spiel am Gaumen, was einfach abgeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das 2-4 ist ja wieder anders als 2-3. Ganz anders. Zu meiner heutigen Stimmung passt 2-3 sehr, sehr schön, weil es einfach wirklich immer, wie du sagst, alleine durchs Reinriechen immer wieder neue Facetten kommen. Aber du bist ja immer warmherzig und liebevoll und so weiter. Da muss 2003 ja eigentlich immer passen. Danke vielmals, Schatz. Jetzt werde ich gleich rot. Ich wollte eigentlich gerade unsere Weinfreunde da draußen vor den Fernsehern, Laptops oder vom Handyscreen fragen, was sagt denn ihr zu dem Jahrgang 2003? Geht es euch auch so, dass ihr immer wieder reinriecht und dann neue Facetten hochkommen? Was sagt ihr zu dem Wein? Der Andreas ist jetzt auch hier und sagt, mein letzter 2003er war vor einem halben Jahr, war leider Essig. Was meint ihr, ist der Jahrgang schon am Peak oder war meiner nicht optimal gelagert? Auch das Thema, es tut mir leid für deine Flasche, Andi. Bei älteren Weinen, es kann natürlich genau sein, gerade bei der Burgunderflasche, wo das immer ein Thema mit dem Korkdurchmesser ist, weil der durchschnittlich 1 mm, 2 mm breiter ist als die klassische Korke, da Top-Qualität zu besorgen, ist immer ein großes Thema. Ja, und wir sagen ja, je älter die Flasche wird, desto mehr geht es halt um Flaschenperformance. Genau so ist es. Also wenn, ich schwöre dir, Andi, wenn du das Glas hättest, was ich vor mir stehen habe, würdest du mit Sicherheit nicht von Essig reden. Und auch ganz wichtig, aber bei uns kann man sich immer melden. Ganz kurz, genau. Diesbezüglich kann man sich immer melden und wir tauschen dann den Wein auch aus, sodass du natürlich das Erlebnis hast, was du haben möchtest. Aber natürlich, gerade je reifer der Wein wird, desto mehr wird er auch empfindlich, die Flasche auf die Lagerung. Das muss man auch dazu sagen. Aber grundsätzlich geht es halt um die Flaschen. Ich wollte aber noch kurz da auf die Frage zurückkommen, mit ob der Jahrgang am Peak ist. Also unserer Meinung, ja. Der Jahrgang ist am Peak. Das kommt dann ganz auf die Machart, auf den Produzenten vielleicht ein bisschen drauf an, ob die Weine aus 2003, die noch stehen, vielleicht noch weitere 2-3, vielleicht auch 5 Jahre stehen werden. Davon gehe ich aus, weil es gibt ganz, ganz großartige 2003er. Aber das ist etwas, wo ich sagen kann, wenn ich alle Jahrgänge im Keller liegen habe und mir Gedanken drum mache, wo ich am besten Platz schaffe für Neues, dann trinke ich 2003 und 2000 aus Österreich. Es gibt noch einen sehr spannenden Fakt zu Pinot Noir, betrifft zwar nicht ganz genau das Jahr 2003, aber das Folgejahr. Und zwar hat ja 2004 Pinot Noir weltweit einen, wie mit einem Schnipser, Aufschwung erlebt. Die Beliebtheit ist in die Höhe geschossen, das Begehren und die Nachfrage nach Pinot Noir auch. Und man hat tatsächlich nachgewiesen, dass einer dieser Auslöser ein Film war. Und das war Sideways. Genau. Und in diesem Film geht es eben in der Hauptrolle um einen Herrn, der Pinot Noir liebt und Merlot absolut verachtet, was in Amerika tatsächlich dazu geführt hat, dass sowohl die Nachfrage nach Merlot als auch der Preis absolut in den Keller gerasselt ist. Das war bei Merlot in Amerika und zu sehen. Gegenstück und bei Pinot Noir hat es weltweit zu einem regelrechten Boom geführt. Und vor allem natürlich in Nordamerika, wo dieser Film komplett durch die Decke gegangen ist und eben auch Pinot Noir einen ganz anderes Standing im Land verschafft hat. Ja. Aber sehr netter Film, also wer ihn nicht gesehen hat, ist eigentlich wirklich sehr sehenswert. Ja, vor allem finde ich es halt arg, dass so ein Einfluss auf eine Rebsorte, die Nachfrage durch einen Film ist schon irgendwie Ding. Also es sollten sich zukünftig alle Schauspieler unter euch
sollten sich zukünftig gut überlegen, wenn sie in einem Film einen Wein trinken, welcher das ist. Es kann massiv Einfluss haben. Also ich bin mir sicher, dass unter unseren 13 Zusehern im Moment mindestens 10% Schauspieler dabei sein werden. Aber wer weiß, es gibt ja auch noch Personen, die nachschauen, und man kann niemals wissen. Die Babsi sagt, ich muss auch kontinuierlich mehr Nase in den 2003er reinhalten. Sehr interessante Nuancen hat sie drinnen. Ja, das freut uns, das soll auch genauso sein. Es ist so ein bisschen der Buchschmöckerer-Wein auch. Ja, ja, absolut. Also das ist auch etwas, wo ich sage, kalter Winterabend am Kaminfeuer, ein gescheites Buch, ein schönes Glasl Wein ist genau, dazu hätte ich jetzt so ein kleines Häppchen, so eine schöne Vorspeise, die wir dazu machen. Und zwar ein Pilz-Oliven-Bruschetta. Ja, also man kennt das normalerweise mit Tomaten, die passen aber eher nicht so gut zum Pinot Noir, weil sie mit der Säurestruktur von Pinot Noir nicht gut zusammenpassen. Tomaten haben viel Säure, Pinot Noir, das überreizt sich dann am Gaumen. Aber mit Pilzen und Oliven, oh Gott, schöne Sache, ja. Das ist halt einfach mega geil, vor allem, weil wir halt in diesem Wein diese Sekundäraromen drinnen haben. Aber trotzdem, für mich zumindest am Gaumen, die Frucht in ihrer Reife noch sehr stark ausgeprägt ist und damit könnte sich das extrem schön ergänzen, dass es auch noch mehr Sekundäraromen im Wein betont. Ja, ich glaube, wir gehen vielleicht noch auf Fragen ein oder auch nicht, ansonsten. Ja, wenn ihr Fragen habt, bitte unbedingt am besten so wieder an die stellen. Ich sehe aber aktuell keine Fragen und wir sind ja auch immer ein bisschen mit der Verkostung, mit der Übertragung ein bisschen hinten nach. Das ist so bei Facebook, da gibt es immer 30 Sekunden Sicherheitspuffer. Dani schreibt, danke für die Ausführung, danke für die Frage. Ich finde das nämlich immer spannend, dass man wirklich auch natürlich auch kritische Faktoren hineinnimmt. Und gerade der Andi weiß aus seinen beruflichen Erfahrungen, dass 2003 eben mitunter auch ein etwas schwieriger Jahrgang sein kann. Ich würde dich aber herzlichst einladen, dass wenn wir uns mal wieder sehen, ein Glas Tauri 2003 miteinander trinken und hoffen, dass wir dann eine gescheite Flasche in Händen halten, ja, weil dann wird sie nicht alt. Nach der Devise doppelt hält besser, am besten immer zwei mitnehmen, dann ist meistens dieses Problem nicht gegeben. Ich möchte jetzt bitte nicht verschreien und klopfe mal auf den Tisch. Die ganze Kamera vibriert. In mir vibriert es auch. Ja, weil die Babsi sagt übrigens, sie könnte mir auch gut eine Eierspeis mit Eierschwammerl dazu vorstellen. Oder mit weißen Albertrüffel. Oder mit weißen Albertrüffel oder darüber. Ja, nein, kann ich mir auch sehr gut zu diesem Wein vorstellen. So quasi so ein Spätbrunch, wo man sich dann das als ersten Gang macht oder ja, als zweiten. Ja, wovon... Wenn es um einen Spätvormittagwein geht, dann würde ich nicht den 2003er präferieren, sondern das, was jetzt ins Glas kommt. Und dazu... Der Andi sagt übrigens, er sitzt schon im Auto. Ja, das ist gut. So soll es sein. Vom 2003er, ein gutes Achterl geht es hinaus. für das, was jetzt kommt, haben wir den Zalto Denkart Pokal aus dem Keller gezogen, der, wo ich weiß, dass ich an jedem Glas dann 10 Minuten am Polieren sitzen werde, aber für diesen Wein geht man das ein. Und zwar ist es Insigno Tauri aus dem Jahrgang 2001. Man muss dazu sagen, 2000 war der erste Jahrgang, den haben wir auch schon in unserer ersten Pinot Noir Verkostung miteinander genossen. 2001, also der zweite Jahrgang. Und immer ein Jahrgang, von dem der Patrick schon, seit ich ihn kenne, bei Pinot Noir geschwärmt hat. Ja. Und wieso das so ist? Bei den anderen Weinen hat mir der Jahrgang 2001 sogar mitunter ein, zwei graue Haare besorgt. Aber bei Pinot Noir war der Jahrgang 2001, und alle von euch wissen, dass 2001 nicht der als der Sensationsjahrgang in die Geschichte eingegangen ist, nämlich sehr kühl war im Verhältnis, eigentlich viel Niederschlag hatte und wirklich über den Jahresverlauf einfach
deutlich niedrigere Temperaturen mitgebracht hat. Die Vollreife kam ja dann erst im Spätsommer, ne? Das Schöne war, dass, obwohl es relativ kühl war, dass wir gerade für die frühreifen Sorten, weil bei den Spätreifen haben wir dann wieder den Niederschlag reingekriegt, aber bei den frühreifen Sorten haben wir ein schönes Lesefenster hineinbekommen. Und wie ich heute schon einmal gesagt habe, ist eben Pinot Noir eigentlich eine Rebsorte, die eher die kühleren Stilistiken bevorzugt. Und das konnten wir 2001 dem Pinot Noir bieten. Und ich habe ihn nur mal kurz eben den Testschluck gemacht. Ja, er kostet schon immer vor. Relativ lang. Nix, aber relativ lang vor. Schon nicht mehr im Glas gehabt. Und ich habe bei 2001, und das möchte ich vorwegnehmen, das war für mich die letzten 20 Jahre immer der Benchmark-Jahrgang, obwohl es ein verschriener Jahrgang war. So wie Tauri 2001 wollte ich, dass Pinot Noir schmeckt. Und das ist eben heute spannend mit fast 20 Jahren Alter. Ein Jahr fehlt ihm noch. Heute einfach mal wieder im Glas genießen zu können. Ja, und ich möchte eines sagen, was mir sehr stark auffällt, im Vergleich jetzt zu den anderen zwei Pinot Noirs, die wir im Glas hatten, habe ich in der Nase so Orangenzesten, sehr wohl auch da, ich habe zitrusartige Dinge, ich habe eine sehr edle Holzwürze, ich habe wie beim 2017er auch florale Akzente und ich habe eben sehr ätherische Noten mit dabei, so... Ja, also so, dass ja, ich sage, das, auch das hier ist dieser Reinriechfaktor. Das finde ich eben sehr schön, wie du es beschreibst, weil eigentlich der Fruchtfaktor ist bei diesem Wein irgendwo nur noch in dritter, vierter Instanz hinten. Es sind wirklich diese Sekundär- und Tertiäraromatiken, die das komplett bilden. Und da weiß ich, dass den einen oder anderen geben wird, der sagt, das ist mir ein bisschen zu viel. Dieser Wein hat ein sehr, sehr dickes Buch an Aromatiken, die er vorweist. Und dann am Gaumen wirkt er ganz, ganz anders. Da wird er dann auf einmal sehr, sehr feingliedrig. Er wird ganz schmalgliedrig, sehr straff, sehr super. Sehr, ja, aber er hat auch eine Eleganz. Und ich finde, dass man diese kühle Stilistik sofort am Gaumen wieder absolut hat. Also diesen, absolut. Dass es ein kühler Jahrgang war, das habe ich sofort am Gaumen wieder. Ich habe auch sehr aufregende Sekundäraromatiken, die so ein bisschen Tannenzapfen, Eukalyptus, sehr feines Holz, sehr viele verschiedene Facetten. Und ich muss schon eines dazu sagen, der Wein hat schon, der hat diese Vielschichtigkeit, der hat dieses Nuancenspektrum definitiv, aber er hat schon durch diese kühle Stilistik, diese Weine bringen immer eine gewisse Leichtigkeit mit, sodass einfach der nächste Schluck, also das ist ein Wein, der einen schönen Trinkfluss für mich hat, eben durch diese Leichtigkeit, die ihm auch ein bisschen mitgegeben ist. Ich würde den Wein jetzt so spontan aus dem Zalto-Glasl rausverkostet, wenn ich ihm eine Bildlichkeit verschaffen müsste, dann würde ich sagen, das ist eine auf den Kopf gestellte Pyramide. Und zwar ist sie unten schmal und oben sehr breit. Und mit oben meine ich die Faktoren in der Nase, diese Vielschichtigkeit, durchaus auch schon ein, zwei reife Noten drinnen, vielleicht sogar ein, zwei überreife Noten, dass da ein bisschen da mittlerweile ein bisschen eine Dattel zum Beispiel hineinkommt. Durchaus nichts Unangenehmes. Für einen kühlen Jahrgang ist das sehr impulsiv und sehr warm in der Nase. Also und dann am Gaumen, ja, wird das Ganze einfach immer schmaler und einfach straffer und zartgliedriger. Ja, und der hat dann diese, und dann, wenn es zum Abgang kommt, hast du einfach diese komplette Nuancenbandbreite und trotzdem einfach so diese Leichtigkeit. Und ich kann das gar nicht anders beschreiben. Und es ist wie ein Mensch, der irgendwie alles schafft, und so viele verschiedene Dinge macht, aber dem man das niemals ansieht, der immer lächelt, der immer... Und genau auf diese Leichtigkeit möchte ich auch nochmal zurückkommen, weil da hat man auch noch ein Schlagwort in den Mund gelegt. Es gibt keinen anderen Wein, mit dem man sich so gut von
Kapazundern, die man vorher verkostet hat, freispülen kann, wie mit Pinot Noir. Weil zum Beispiel wir haben den sehr opulenten, sehr warmen 2003er vorher gehabt und haben jetzt einen straffen, feingliedrigeren, ein bisschen strukturierteren Wein und trotzdem fällt er nicht ab. Man braucht nicht Zeit, bis er wieder am Gaumen spürbar ist. Er umspült den Gaumen und schafft quasi Platz für Neues. Ja, ich würde das so ausdrücken. Also was dieser Wein für mich bei Pinot Noir sehr stark hervorhebt, ist eben diese feinen Aromen, die einfach die Rebsorte Pinot Noir mit sich bringt. Vor allem je mehr der Pinot Noir reift, desto mehr kommen auch diese feinen Aromen rauf. Es hat schon fast etwas Sensibles, ja, ein bisschen wie Porzellan, ja, auch, wenn, ja, man es anfasst, sehr, dass sehr man es so, ne? Sehr, sehr sanft anfassen muss. Und es strahlt für mich sehr wohl auch ein gewisses Maß an Ausgeglichenheit aus. Alles übrigens Charakterzüge, die man in Stieren findet. Ich wollte gerade sagen, dieses Feingliedrige, dieses Sensible hat der Stier eben auch. Er kann voll auf den Putz hauen, aber in anderen Ecken ist er eben sehr, sehr angreifbar und sensibel. Ich muss jetzt auch gleich noch einen User-Kommentar mit einbringen. Und zwar sagt der Matthias alias Astrid, wir sind so begeistert vom 2001er. Und da möchte ich an dieser Stelle sagen, wir freuen uns riesig, Astrid, Gabi und auch natürlich Matthias, dass ihr immer mit uns mitverkostet zusammen. Ich finde das so cool, wie ihr das macht. Und es freut uns riesig, einfach zu wissen, dass ihr da jetzt im Garten sitzt, eine geile Zeit habt, eine Verkostung genießt, eure Speisen und euer Essen dazu esst und es einfach genießt. Und wenn euch 2001, wenn es uns gelungen ist, das Grande Finale, dann freut uns das natürlich sehr. Und das sehr. Ist wunderschön, weil wir trinken ja wirklich einen Schluck Geschichte, bis auf die Flaschen, die in unserem Privatkeller liegen und eben die paar Flaschen, die an euch hinausgegangen sind, gibt es mit Sicherheit nicht mehr allzu viele Flaschen von diesem Wein irgendwo herumliegen. Deswegen, wir trinken ein schönes Schluck Geschichte und ich glaube, es ist auch langsam Zeit auszurufen. Ich werde so eine kleine Dose bei unseren nächsten Verkostungen machen und jedes Mal, wenn die Katja geil sagt, wird sie da einen Euro reinschmeißen. Anscheinend ein Wort, was ihn stört. Ich habe auch ein Wort für dich, für 1 Euro. Das ist der Begriff spannend. Fällt. Und was passiert dann mit dieser Box? Ja, das spenden wir. Okay, sehr gut. Na dann werden wir super Beiträge liefern. Wir bitten euch als unsere Richter da draußen, vielleicht Buchführung darüber zu nehmen und uns dann am Ende zu schreiben, wie oft geil und spannend an dem Abend vorgekommen ist. Und wir werden das dann einwerfen und zum Ende des Jahres werden wir dann das zu irgendeinem netten Zweck hinausgeben. Ja, wir können übrigens gleich jetzt damit starten. Ich nehme die Challenge sehr gerne an. Das Wort wird nicht mehr fallen. Spannend wird mit Sicherheit noch fallen. Also ich werde mich bestmöglich zusammenreißen, dass dieses eine Wort nicht fällt. Was ich noch ganz kurz sagen möchte, ist, ich finde einfach, dass, also wenn jemand auf der Suche ist nach einem sehr eleganten, filigralen, ätherisch vielschichtigen Wein, dann würde ich denken, dass man mit Insigno Tauri 2011 sehr, sehr glücklich macht. Die Babsi sagt auch, ich finde ihn angenehm weich am Gaumen. Und der Andi fragt, habt ihr ein Vorbild für den Insigno Tauri oder Weinstil, Weinbaugebiet? Ein Vorbild, wir würden uns natürlich ein bisschen Richtung der Burgund definieren, wenn es nach Wunschvorstellungen geht, aber eben die guten Burgunder. Wirklich ein Thema aus einem mittelburgenländischen Pinot Noir etwas zu schaffen, das mit Charme und Charakter überzeugt, da muss man sich, glaube ich, wirklich ein bisschen seine eigene Philosophie schaffen, weil wir einfach mit ganz anderen Bedingungen agieren, als es zum Beispiel in der Burgund vorherrschend ist. Insofern haben wir da wirklich ein bisschen unseren Faktor, dass wir sagen, wir müssen mit der Herausforderung Pinot Noir
von sich aus einmal klarkommen, bevor man vielleicht irgendeinem Vorbild nacheifern kann. Genau, und ich glaube, was man aber schon sagen kann, ist, dass es unser Bestreben ist, diese Vielseitigkeit der Rebsorten in den einzelnen Jahrgängen und wie sich diese Jahrgänge gestalten, versuchen bestmöglichst und feinstmöglich herauszuarbeiten. In den Jahrgängen, wo es überhaupt möglich ist, weil in Signatoren gibt es... So durchschnittlich alle 3-4 Jahre haben wir einen Jahrgang, wo wir sagen, hey, jetzt gehen wir es an. Jetzt haben wir wieder mit 2016, 2017 ein Glück gehabt und haben dann auch wieder einen sehr, sehr feinen 2019er im Barrikling, um den es aber noch ein bisschen Zeit ist. Und um was es auch immer geht, ist dabei, diesen Pinot Noir so auszustatten in seiner Jugend und in seiner Machart, dass er einfach heute, wenn wir jetzt auf 2001 zurückblicken, nach 19 Jahren Reifung so schmeckt und so dasteht, wie er dasteht. Das ist sicherlich auch ein Bestreben dabei. Ich kann das sicherlich ein bisschen für meinen Papa sprechen, der ja die absolute Alleinherrschaft über diesen 2001er hatte, dass er sicherlich stolz ist, dass wir den mittelburgenländischen Pinot Noir nach 19 Jahren heute verkosten und wirklich von einem lebendigen, sehr, sehr charmanten, sehr, sehr guten Wein sprechen. Und das war immer genau das, was wir uns eigentlich auch als Wunschvorstellung, als Vorbild genommen haben. Unsere Weine sollen nach 15 bis 20 Jahren ihren Höhepunkt haben. Und ein jeder Weinmacher, der es schafft, dass seine Weine nach 19, 20 Jahren vor allem bei Pinot Noir so viel Trinkfreude mit sich bringen, hat seinen Job gut getan. Und wenn dann irgendwann einmal der Tag X gekommen ist und der Wein hinüber sein möge, ist das nach diesem Zeitraum auch irgendwo ruhig anerkennbar. Und bei diesem Wein würde ich sogar noch sagen, wenn man 2.1 und 2.3 im Keller hätte, würde ich den 2003er früher trinken, weil den 2001er ich noch immer 1, 2, 3, 5 Jahre zusprechen würde. Aber ruhig trinken, wer ihn hat, ruhig aufmachen, Spaß damit haben, weil für mich ist das jetzt eines der meiner Stay-Home-Weinverkostungen Highlights. Mit absolut. Ich möchte noch unbedingt einen Fakt vielleicht ganz kurz erzählen. Also die Tatsache, dass Pinot Noir auf unterschiedliche Böden, auf unterschiedliche Einströmungen von Wind und Winddurchfluss, auf unterschiedliche klimatische Bedingungen einfach so sensibel schon im Geschmack reagiert, hat dazu geführt, dass in Frankreich die Mönche bereits im Mittelalter Bodenkarten erstellt haben und somit deklariert haben, wo sind die geeignetsten Regionen, um super Pinot Noirs zu gestalten. Also das war quasi das erste Lagenverständnis. Und haben mit einer dieser Karte, die sie da gebildet haben, erstmalig, sich in den Bereich der Terroir und der Lagenweine bewegt. Und jetzt kommt es nämlich, die Klassifizierung Premium Cru und Grand Cru, die wir heute kennen aus der Burgund, die teuersten Weine der Welt beinhaltet, das ist alles von Mönchen aus dem Mittelalter geschaffen worden, neben den Römern, die ich vorher schon erwähnt habe, eben auch eine massive Begierde für die Rebsorte Pinot Noir hatten und einfach damals schon fasziniert waren, wie einfach schon kleine Nuancen auf die Rebsorte geschmackliche Unterschiede hatten, das dann in einer Karte gebracht haben. Und ich meine, diese Sachen sind bis heute bestehen geblieben. Und das ist halt auch ziemlich cool. Ja, also... Cool darf ich ja noch verwenden. Ah, cool ist das neue Wort, okay.
ein tolles Erlebnis. Auch die Mönche und die Römer haben einfach gewusst, um was es geht. Diese Rebsorte ist ein absoluter Juwel und Diamant unserer Weinwelt. Und für jeden, den sich eben diese Welt des Pinot Noirs geöffnet hat, weil schade, für den einen oder anderen öffnet sich diese Welt niemals. Mit dieser Rebsorte kann man so unglaublich viel Freude und Spaß haben. Ich habe diese Verkostung unglaublich heute genossen. Ja, ich möchte noch eines sagen. Der Christoph sagt, 2001 lässt sich für uns mit einem Gentleman vergleichen. Ja, total. Es hat auch dieses sinnliche, einfühlsame zu vorkommen. Und der Andi und ich sind genau das Synonym Gentleman par excellence. Nein, also der Christoph hat das geschrieben, aber der Andi schreibt jetzt was ganz was Spannendes. Ich weiß jetzt nicht, wer besser beweist. Also der Christoph ist ein Gentleman. Der Christoph sagt auf jeden Fall, 2001 lässt sich für ihn mit einem Gentleman vergleichen. Und der Andi sagt uns eben, dass es damals... die einfachen Lagen wurden quasi, war der Wein für die Mönche. Dann gab es die besseren Lagen, das war der Wein für die Könige. Und dann gab es den Wein für den Papst aus den absolut besten Lagen. Also das ist auch, ja, also so hat das alles quasi begonnen und das ist einfach schon faszinierend. Und ich darf es ja sagen, sehr geil für diese Wortspende, Andi, danke dir. Ja, jeder muss zahlen, sobald also. Das Wort fällt. Also... Ja, ich glaube, dass schon dieses, wie sehr Pinot Noir einfach auf seine Umfeldbedingungen reagiert, dazu geführt hat, dass es hier auch einen Fortschritt in der Weingeschichte gegeben hat, dass einfach das Thema Terroir und Lage mehr und mehr in den Fokus gekommen ist mit all seinen Für und Wider. Aber bei Pinot Noir ist es einfach wirklich... dieses Thema sehr, sehr ausgeprägt und geschmacklich spannend, das zu erleben. Ich darf ja spannend sagen. Meine ersten 2 Euro sind da. Okay. Als Beweis, es kommen weitere 2 von der Katja, weil auch die darf nicht spannend sagen. Aber was ich jetzt noch einmal probieren würde, wäre doch, dass man noch mal kurz die 3 genau, Weine Ich bräuchte nur einen Schluck von 2003, bitte. Ja, da geht es uns beiden gleich. Liebe Weinfreunde da draußen, bitte schenkt euch auch unbedingt noch einmal einen Schluck von jedem Wein ins Glas. Wir werden diese noch einmal jetzt Revue passieren lassen, um auch noch einmal diese Jahrgangstypizitäten ganz klar vor Augen zu haben und die unterschiedlichen Facetten, die jetzt hier im Pinot Noir hervorgehoben werden. Also ganz spannend ist jetzt den 17 nochmal nachzuverkosten. In der Nase hat das sich deutlich noch entwickelt. Deutlich für mich hat entwickelt. Das so ein bisschen Marzipan-Noten bekommen. Diese Orangen-Zeste ist da für mich auch drinnen. Nach wie vor leicht floral, schöne Frucht, schöne Himbeere, so ganz dezent. Aber Tannine sind weicher geworden, finde ich ein bisschen. Ja, aber nach wie vor gut präsent und das Gott sei Dank. Ja, und... Wenn wir es jetzt mit dem Jahrgang ein Schlagwort sagen sollen, 2017 sagst du, ist der nächste super tolle Pinot Noir aus Haus. Das ist der Ultramarathonläufer. Ja? Also das ist der Langstreckenläufer und zeigt sich erfrischend straff mit einem wunderschönen langen Finale. Dann 2003 hat sich auch, finde ich, ist noch mehr zu diesem Buch geworden, wo man nicht aufhören kann, jede Seite zu lesen. 2003 habe ich auch ein ganz klares Wort dafür, das ist die Nasengeilheit. Die nächsten 2 Euro kommen in die Kasse, aber das lasse ich so stehen. Einfach diese Fruchtkomponenten, diese Nuancen in der Nase, das ist ein Wein, der für die Nase gemacht ist. Und der 2001er, das ist für mich nach wie vor die Benchmark. Es ist ein absolut für meine Vorstellung von meinem Pinot Noir diese die Vollkommenheit. Eleganz, diese. Es gibt sicherlich den größeren und den besseren, aber für das, was wir uns kleine, bescheidenen
Weinproduzenten vorstellen, ist das annähernd an die Vollkommenheit. Es muss ja ein bisschen Luft nach oben gehen. Ja, wir sind da gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das seht. Und das ist auch für uns natürlich ein wichtiges Feedback. Konnten wir heute geschmacklich mit diesen Jahrgängen diese unterschiedlichen Jahrgangstypizitäten, die gerade bei Pinot Noir sich geschmacklich sehr, sehr schnell zeigen, konnten wir das für euch spürbar machen? Vielleicht haben wir auch irgendwas an den Stieren vergessen, was vielleicht doch diese Weine auch widerspiegeln. Ja, Entschuldigung, wir haben einmal das Gericht vergessen. Das ist ganz einmal, wichtig, weil die Speise ist zu diesem Gericht natürlich schon noch wichtig. Und da haben wir gesagt, dass es so ein schönes Grillhändl aus dem Backofen gibt, mit Kartoffeln, die auch mit in den Backofen gehen, mit Gemüse, was mit in den Backofen geht. Und das zum Pinot Noir 2001, weil einfach geil. Vollkommenheit nach Banalität schreit. Und das ist ein gutes Grillhändl. Und selbst wenn es nur vor dem Supermarkt, wenn so ein Standl da ist, ein halbes Grillhändl runter, ein paar Bratkartoffeln, ein bisschen Rosmarin und Butter drüber und die Geschichte ist vollkommen. Ihr wisst ja, immer wenn wir uns verabschieden, bleiben wir trotzdem dann noch 5 Minuten im Livestream da. Uns würde halt da noch wirklich sehr interessieren, ob diese Jahrgangsspezifika für euch super herausgekommen sind und was für euch heute euer Highlight war. Vielleicht noch ganz kurz die neuen Termine für das Monat September für unsere At-Home-Weinverkostungen, die haben wir bereits online gestellt. Ihr findet auch bei unseren Veranstaltungen hier auf Facebook bereits alle Termine bis zum Ende des Jahres. Ganz, ganz wichtig, etwas Atypisches. Es gibt bereits nächste Woche im September die erste Verkostung. Also es gibt Anfang September und Ende September eine Verkostung. Nächste Woche widmen wir uns dem Jahrgang 2018 von Chardonnay in unterschiedlichen Ausbauvarianten und das Perl und das Weißwein. Eben all about Chardonnay. All about Chardonnay. Und am 24. September gibt es dann eine Verkostung zu unserem Sales Red aus den Jahrgängen 2007, 2008 und 2010. Das könnte eine kultige Verkostung so werden. So ist es. Alle Kostboxen gibt es online, eben auch wieder das Paket für September, falls ihr Interesse habt. Und eine Sache möchte ich jetzt auch noch ankündigen. Am Montag, es ist zwar ein anderer Channel, aber vielleicht interessiert es trotzdem den einen oder anderen von euch, startet unser Weinfreund-Stammtisch auf Instagram Live, wo wir immer mit einem befreundeten Winzer jeweils einen Wein aus dem anderen Haus verkosten, wobei jeder Winzer seinen Lieblingswein eben aus dem anderen Hause wählt. Das ist sehr spannend und dann auch bei der Präsentation vorträgt. Das findet am Montag um 20 Uhr mit dem Weingut Waldschütz, mit einem Riesling Ried Wechselberg DRC Reserve 2010, für den wir uns entschieden haben, und Blaufränkisch Exquisit 2015 statt. Sensationell. Würde uns natürlich sehr freuen, euch da auch zu sehen. Und in diesem Sinne hoffen wir, dass euch die heutige Verkostung vielleicht noch mehr Faszination für Pinot Noir ausgelöst hat, der Rebsorte noch näher gebracht habt und ihr die Zeit mit uns und genossen habt und natürlich die Weine auch. Für alle, die live dabei sind, wir bleiben noch weiterhin dran und werden auf eure Kommentare eingehen. Und für alle, die nachverkosten auf unserer Webseite, verabschieden wir uns nur und sagen vielen lieben Dank. Macht's es gut und sensationell. Zum Wohl. Alles Gute. Ciao.